mich mehr Damage damit. Aber egal. Oh, Falle aufstellen. Oh nein. Bitte in die Falle. Ja. Oh. Das ging eigentlich, Leute. So, jetzt heißt es Daumen drücken, damit wir ein paar Schnittflügel kriegen. So, bitte, bitte, bitte. Gib mir gute Schnittflügel. Ei, 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 ei. Einen einzigen habe ich bekommen. Und ich brauche 4. Das heißt, ich muss nochmal in den Nagakuga reingehen. Bis ich sie alle habe. Wir gucken mal. Ah. Da. 3 Schnittflügel fehlen noch. Dann kann ich die Waffe aufwerten. Wir gucken aber mal wegen der Rüstung. Es gibt bestimmt auch eine Nagakuga-Rüstung. Was hat die denn für Fähigkeiten? Oh, okay. Kritischer Blick, Ausweichdistanz. Okay. Ja, von den Sachen kann ich mir auch nicht sehr viel craften. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal weiter rein in den Nagakuga. Ich versuch's natürlich nach demselben Prinzip wie eben. Bisschen enttäuschend, dass ich gerade echt nur einen Flügel bekommen habe. Aber gut, er hat ja auch nur 2. Das heißt also, wenn, kann ich eh nur 2 bekommen. Denke ich mal. Von der Logik her würde es natürlich nur Sinn machen, ne? Also sagen wir mal, im besten Fall muss ich hier nach noch einmal rein. Aber das Geile ist, man kann ja auch hier gucken, in den Jägernotizen, große Monster. Da gehen wir jetzt mal runter auf den Nagakuga. Da haben wir ihn. Dann gehen wir unter Materialien, Meisterrang. Oh. Schnittflügel. Belohnung für Teile. Also ich glaube, wenn wir die kaputt machen... Dann haben wir eine 65%ige Chance, einen Schnittflügel zu kriegen. Also es kann auch sein, wenn ich ihm beide Flügel kaputt mache, dass wenn ich Pech habe, gar keinen kriege. Und ich kenne mein Glück, wenn ich etwas brauche. Dann kriege ich es nicht. Zack, erstmal hier hoch. Na, Building Detective, ich mach mir da gar keine Hoffnung. Weil meistens ist es so, wenn du was brauchst, kriegst du es nicht.
Oh, da haben wir noch einen Knochenhaufen. Ich würde sagen, den sammeln wir mal schnell nebenbei auf. Sehr schön. Schön noch die Echse gegönnt, die da war. Ich mag das, dass man hier überall hochklettern kann. Das ist richtig cool. So spielt sich das Spiel echt extrem geil. Das war ja schon in Rise ziemlich geil, aber da konnte man nicht die Wände so direkt hochlaufen. Das haben sie jetzt mit Sunbreak reingebracht. Dadurch spielt sich nochmal alles so viel smarter und runder. Genauso wurde der Paramount nochmal ein bisschen verbessert, habe ich das Gefühl. Der hört besser, der kommt schneller, man mountet schneller auf. Oh ne, gegen dich will ich nicht kämpfen. So, aufmounten. Hier, zack. Und let's go. Übrigens, Chat, wenn ihr Interesse habt, euch das Game selbst mal anzuschauen, ne? Ausrufezeichen Sunbreak. Wenn ihr selbst dazu tendieren solltet, euch an dem Game gerne mal versuchen zu wollen. Eieiei. So, komm her, Nagakuga. Zack. Schleifen. Oh ja, der Anjanat kommt hier gerade rein. Das Gute ist, wenn er einen mit dem Körper trifft, macht er nicht so viel Damage, wie wenn er einen mit dem Schwanz trifft. Autsch. Thank you.
Diesmal bin ich ausgewichen mit meinem Seilkäfer-Move. Oh Gott. Nehmen wir jetzt erstmal kurz einen kleinen Trank. Komm, 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 komm. Nein! Oh Gott, jetzt hat er mich einmal da erwischt. Raus da! Der rastet gerade ganz schön rum. Okay, einmal voll heilen. Autsch. Okay, meine Katze heilt mich nochmal. Oh je. So. Hier werde ich gegen ihn fighten. Immer versuchen, hier am Wasser zu fighten. Das ist eigentlich ein ganz guter Spot. Kann man sich nämlich hier diese Fische, die hier durch die Gegend schwimmen, zunutze machen. So, da kommen sie, zack, und jetzt kriegt er Damage. Okay, er geht jetzt ins nächste Gebiet zu Anjanat. Oh, hoffentlich bleibt er da unten. Nein, er ist rausgegangen. Ich hab's leider noch nicht geschafft, ihm die... Oh Gott. Ich bin verwirrt. Das kann sein, dass das jetzt ein Kill wird.
Ich bin tot. Junge, seine Flügel, ne? Das Problem ist, die halten halt ewig durch. Wenn ich die nicht angreifen müsste, dann würde ich den Kampf auch viel besser machen können. Weil da muss ich mich nicht so drauf konzentrieren, immer um den herumzulaufen. Aber das Problem ist, wir brauchen halt diese Flügelparts. Ah, ich wollte gerade wieder den Dodge einsetzen. Der macht immer eine Sekunde schneller sein Kreischen. Ach du Scheiße. Das hat gesessen. Und das auch. Sehr belastend, dass ich noch immer nicht die Flügel kaputt habe. Scheiße. Ah, wir haben noch immer keine Flügel. Eieieiei. Das wird ein Krampf. Ich glaube, den ersten habe ich jetzt. Sehr schön. So, den zweiten haben wir auch. Und jetzt können wir den wegklatschen. So, diesmal habe ich auch das rote Seil. Dadurch kriegt er was mehr Damage. Schaffe ich das? Ja, diesmal schaffen wir es.
So. Das sieht nach einem guten Kampf aus. Wir müssen regelmäßig unsere Waffe auf jeden Fall schärfen. Autsch. Oh, schade. Monka, Monka, dankeschön. Oh, aua. Boah, da hat er den Dreher eingesetzt. Nicht mit mir, Freundchen. So, wir müssen jetzt eigentlich nur darauf achten, dass ich den gleich fangen kann. Irgendwann müsste das gehen. Autsch, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Nein! Oh, das war die Rache. Ich hätte den Seilkäfer nicht auf seinen Kopf machen sollen. Das war zu greedy. Ich hätte mir den aufheben müssen für diesen Jump. Das ist das, was ich meine. Das ist das richtig Geile an dem Game. Früher in den Monster Hunter Spielen war es so, da hatte man das Gefühl, man hatte gar keine Chance. Aber jetzt ist die Sache halt, ich hätte die Chance gehabt auszuweichen, hätte ich meinen Seilkäfer nicht so verschwendet. What the hell? Der ist aber auch wieder ein größeres Exemplar. Der ist ziemlich riesig. Der hat eine sehr hohe Range. Das ist richtig übel. Der will sich, glaube ich, jetzt hinlegen. Wir haben leider keinen Klingenflügel bekommen. Ja, Samael. Zum Beispiel, er stolpert, wenn seine Flügel kaputt sind, öfters. Wenn er dann so durch die Gegend fliegt, dann kann das passieren, dass er sich mehrmals hinlegt, so. So, zack. Schwupp, bupp. Und da schläft der Nagakuga.
Daumen drücken, dass ich diesmal zwei von diesen Flügeln bekomme. Also wenn ich jetzt nur einen oder gar keinen bekomme, bin ich echt hart gebrochen. Das sage ich euch so, wie es ist, Leute. Dann wäre ich jetzt schon sehr, sehr hart gebrochen. Und ich habe wieder nur einen bekommen. Ich bin gebrochen, Leute. Ich bin so hart gebrochen. Ich muss den noch zweimal wahrscheinlich machen. Eieieiei. Ich bin einfach gebrochen. Wir brauchen noch zwei von den Flügeln. Aber das ist das Geile. Das macht das Spiel auch am Ende des Tages ein bisschen aus, dass man auf die Sachen hingrinden muss, ne? Wenn wir dafür gleich die Waffen haben, dann werden wir uns wie Könige fühlen. Weil dann werden wir richtig Damage raushauen. Da muss noch die passende Ausrüstung her. Also in Form von einer Rüstung. Und dann geht's richtig los. Vielleicht schaffe ich den ja auch diesmal, ohne dass er mich wieder ausnockt. Wäre ja mal was. So, Puppenspinne nehmen wir mit. Das hier auch. Übrigens auch nochmal zur Info für alle, die das Game feiern und sich dafür interessieren. Wenn ihr euch das Game gerne selbst mal anschauen wollt, Ausrufezeichen Sunbreak. Da kriegt ihr den Link. Das ganze Game ist jetzt für den PC und für die Nintendo Switch verfügbar. Also für Leute, die im Besitz von einer Nintendo Switch sind, die können sogar unterwegs zocken. So. Hier gibt es immer schön Käfer. Und da oben noch die Double Damage Käfer. Losten Rico, moin. Gut soweit. Und selbst? So, zack. Ne, gegen den kämpfen wir noch nicht, gegen den Nagakuga. Wir sammeln noch ein bisschen Käfer. Ganz wichtig.